Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reingeschaut. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute gehen wir in die Luft. Genau, ich möchte euch zu einem neuen Reingeschaut begrüßen und zwar mit dem Spiel heute Airborne Kingdom. Wer noch nichts darüber gelesen hat oder weiß, das gibt es noch nicht allzu lange auf Steam. Ich glaube, das sind jetzt 3 oder 4 Wochen, ist also noch relativ frisch, sage ich mal. Und es ist quasi so ein City Builder. Und das Besondere hierbei ist allerdings, dass das Ganze in der Luft stattfindet. Und ich habe das schon mal so 10 Minuten, 20 Minuten angespielt. Und ich muss sagen, ich musste mich echt loseisen davon. Weil es einfach super genial gemacht ist und es sieht toll aus. Es hat eine tolle Musik. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade. Ja, natürlich könnt ihr es hören im Hintergrund. Und es ist einfach, ich finde es total klasse. Also, es ist natürlich wahrscheinlich, wie das bei den meisten City-Bildern ist, entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber hier sollte man wirklich mal ein Auge drauf werfen. Und selbst wenn man nicht so der Freund von solchen Spielen ist, es ist ein Blick wert. Muss man natürlich bezahlen, aber ihr habt ja nach wie vor bei Steam immer noch die Möglichkeit, euer Geld zurückzubekommen, wenn es euch nicht gefällt. So, ich möchte gar nicht lange palavern, sondern wir starten ein neues Spiel und dann läuft ein kleiner Vorspann. Da würde ich dann einfach mal ja, meine Klappe halten, sodass ihr das genießen könnt. Der ist komplett in Englisch. Ich versuche das im Nachgang mal zu übersetzen, insofern mir das möglich ist. Ich habe es letzte Mal auch gar nicht so zugehört, als ich mir das das erste Mal angeschaut habe. Aber okay, nach einem kleinen Intro starten wir direkt rein. In a bygone age, a kingdom existed like no other. This kingdom did not anchor its power. This kingdom took to the skies. The Airborne Kingdom traveled to every kingdom on the ground, sharing knowledge, culture, and tradition. Its great council guided the lands through a golden age. Yet, long before even our elders can remember, the Airborne Kingdom vanished. The people sought to continue their harmony, but self-interest began to overrule. The land's 3 regions slowly isolated. Trade, travel, connections all unwound. Kingdoms contracted, and small settlements nearby were nearly wiped away. Bygone times turned to legend. But in the tapestry, we found instructions. A blueprint to remake the technology of the ancients. A prophecy to restore the Airborne Kingdom. There was but one belief we had wrong that day, though it proved vital. For such a finding was no chance at all. So, das war der Vorspann. Wie ihr sehen konntet und auch anhand der Musik feststellen konntet, ist das Ganze so ein bisschen, ich weiß nicht, so orientalisch angehaucht, würde ich sagen. Also es geht darum, dass es ein fliegendes
Königreich gegeben hat und was die ganzen anderen Ländereien immer irgendwie so ein bisschen zusammengehalten hat und man so gegenseitig sich da entwickeln konnte. Und dann ist aber von einem auf den anderen Tag dieses Königreich verschwunden und diese ganzen anderen Königreiche, die auf dem Boden gewesen sind, die haben sich dann wieder um ihren eigenen Krempel gekümmert und haben sich halt so von den anderen so ein bisschen abgespalten. Und dann haben sie bei irgendwelchen Ausgrabungen haben sie Baupläne gefunden, um eben dieses alte Königreich, dieses fliegende Königreich, was wir hier jetzt auch tatsächlich geil spielen werden, wieder herstellen zu können. Und das ist eigentlich die Story, was wir hier spielen wollen oder der ganze Hintergrund dabei. Denn die Aufgabe hier wird sein, diese ganzen Königreiche wieder unter diesem Airborne Kingdom, was wir hier haben, wieder zu vereinigen und wieder diese ganze Welt zum Erblühen zu bringen. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob die Kamera so passt. Ich glaube, da ist nichts weiter im Weg. Wir haben hier ein Tutorial, also ich weiß nicht, ob ich es gerade gesehen habe. Ich habe das Spiel auf einfach erstmal gestartet. Wir haben hier so ein begleitendes Tutorial, sage ich jetzt mal. Also wir müssen es nicht komplett irgendwie so ein Storyline, irgendwie so ein Prolog vorspielen, sondern wir können einfach anfangen zu spielen und werden dabei dann immer weiter begleitet und können das Ganze dann auch, beziehungsweise bekommen das Ganze dann auch erklärt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier oben, also ihr seht es ja erstmal selber. Wir machen erstmal hier weiter. Jetzt ist hier dieses kleine Heben wir ab Tutorial. Und jetzt fängt er an zu erzählen. Ich lasse den Text einfach mal durchlaufen. Wenn ihr das sehen wollt, dann drückt kurz Pause, wenn ihr das lesen wollt. Aber ich versuche es einfach mal hier so durchzurödeln. So. Den Anfang sollten wir in Rutula machen, denn es ist das einzige uns bekannte Königreich. Ist okay, wir fangen an. Und zwar, das ist hier, und jetzt ist ein bisschen am Ruckeln, weil das muss ich erstmal ein bisschen, muss erstmal ein bisschen laden. Das ist unser Königreich, quasi unser Startteil, was wir hier haben. Unser Hauptantriebsteil. Und hier können wir auch schön dran scrollen und da seht ihr halt auch tatsächlich die Menschen. Und ihr hört es auch, dieses Geklacker von Zahnrädern und wenn ihr wieder rausscrollt, dann wird es auch wieder leiser und klar ist das jetzt nicht hochdetailliert gemacht worden, aber ich finde auch diese Grafik, wie das aussieht, ich finde es klasse. Mir gefällt es, ich mag so einen Stil, ihr müsst für euch selber entscheiden, ob ihr das mögt oder nicht. So, jetzt haben wir hier eine Grundsteuerung, da bekommen wir dann erklärt mit WASD und mit Maustaste und so weiter und so fort. Auch hier gerne mal die Maus, die Pause-Taste drücken und euch das im Einzelnen durchlesen. Ich klicke hier einfach weiter, sonst kostet uns das so viel Zeit. So, ich kann steuern, rund um das Ding herumdrehen, mit der rechten Maustaste gedrückt halten oder halt mit WASD rangehen, weggehen und mit Q und E auch nochmal um das Ganze drumherum scrollen. So sieht das Ganze aus. Ich kann das auch nach oben kippen und rausscrollen, ja, bis hast du nicht gesehen und auch wieder ranscrollen, ja. Also so viel mal zur grundlegenden Steuerung von dem Ding. So, ihr seht hier unten Ressourcen. Das ist zum Beispiel, wenn ich da einmal draufklicke, ein Wald. Und hier ist diese Zahl. Ich weiß nicht, ob man sie erkennt. Ja, doch, natürlich kann man die erkennen. Die 38. Und da kriege ich quasi 38 Holz. Ja? Wie das abgebaut wird, werdet ihr gleich noch sehen. Das gleiche gilt für, was haben wir hier? Das ist die Ruine des Wandteppichs. Ah, genau, da wurde dieser Wandteppich gefunden, wo diese Blaupause drauf gewesen ist. Das ist quasi unsere Ausgangsbasis hier. Und ja, ihr seht, wenn wir mal auf die Karte gucken, dass das schon recht groß ist. Und wir sind hier gerade auf diesem kleinen Schnippel, ja. Und hier ist alles zu erforschen. Also es gibt eine Menge, wirklich eine Riesenmenge zu sehen. Ja. So, Einwohner und Arbeit. Erzähl uns, was wir tun sollen. Hier steht, Personen brauchen einen Wohnblock und so weiter und so fort. Wie wäre es, wenn du jetzt mal einen Wohnblock baust? Das wollen wir auch gleich mal machen. Hier ist, also gucken mal kurz auf die Leiste, hier hast du deine Zufriedenheit deiner Bürger. Hier siehst du zum Beispiel immer, wie der Status deiner Einwohner ist, wie viel sind tätig, wie viel haben keine Häuser und so weiter und so fort. Das ist mal ganz gut. Hier siehst du das Essen, hier siehst du, wie viel Wasser du hast. Hier siehst du das Tempo, mit dem dieses ganze Teil sich hier fortbewegen kann. Und hier ganz, ganz wichtig, Kohle gibt es auch als Ressource, findet ihr also auch, könnt ihr auch ganz easy peasy abbauen. Aber wenn das Ding leer ist, dann macht uns geht abwärts. Ist mir noch nicht passiert, aber ich will es auch nicht unbedingt rausfinden. So, Holz haben wir hier, Lehmziegel haben wir hier, die wir herstellen können. Eisen haben wir hier, was haben wir noch? Glas, Leinwand. Und hier haben wir das allgemeine Ressourcenlager, das kann man auch nachher noch erhöhen. Und hier hast du irgendwelche Relikte, das habe ich noch nicht rausgefunden. Hier sieht man eine Skala von einer
Ja, von einem Kompass einfach. Und hier kann ich quasi die Spielgeschwindigkeit vorstellen. Ist manchmal ganz gut, wenn du ewig lange reisen musst, dann einfach vorgestellt, dann geht er dahin und dann ist gut. So, was haben wir hier unten? Da können wir das Ganze pausieren, beziehungsweise das Ding stehen lassen. Hier haben wir einen Tech-Baum. Da kommen wir aber gleich noch zu, das gehört zum Tutorial dazu. Hier haben wir die Karte, die hatte ich euch gerade schon gezeigt. Und hier kann man die Kamera zentrieren, halt direkt auf das Objekt, was ihr euch aussucht. Das ist auch, wenn ihr hier zum Beispiel hier so einen Vogel anklickt, dann könnt ihr den auch zentrieren und dann geht die Kamera halt immer mit, so wie man das halt kennt. Finde ich übrigens auch ganz niedlich, ja, dass die alle hier ihren eigenen Namen haben. Ja, das spricht von viel Liebe zum Detail. So, ich musste mal einen kurzen Cut machen, weil ich gerade einfach das Spiel verlassen habe. Das ist, wenn man mit der Steuerung noch nicht so ganz konform ist. So. Jetzt wollen wir sie gerade mal wieder bewegen. Ihr habt es gesehen, wenn ich hier auf Pause gehe, dann bleiben sie halt auch tatsächlich stehen. Hier bleibt alles stehen. Und ja, hier seht ihr halt noch die Uhrzeit und die Tageszeit. Hier wird es tatsächlich auch dunkel. Und ich sag euch, das finde ich auch, nachts ist das echt geil. Es ist beleuchtet hier. Ihr seht ja hier auch die Lämpchen überall. Und ey, wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du hier zum Beispiel auch noch Motive, also hier die Beleuchtung auswählen. Hier seht ihr zum Beispiel, jetzt ist es auf lila. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich denke schon. Jetzt habe ich es auf grün, jetzt habe ich es auf blau. Also ihr könnt das echt individuell anpassen. Ich finde es echt klasse. So, jetzt wollen wir aber erstmal einen Weg bauen. Denn um einen Wohnblock bauen zu können, so sieht ein Wohnblock aus. Ja, der ist gerade schwarz, das heißt, ich kann ihn nirgendwo dranhängen. Da brauche ich einen Weg. Ich dachte auch am Anfang erst, das hier ist der Weg, aber nein. Wir müssen tatsächlich hier so einen Weg hinbauen. Da können wir ruhig mal mehrere machen. Ihr seht, wie das Ganze auch am Wackeln ist. Ja? Und hier kommen sie gleich an und sind schon fleißig am Arbeiten. So, und jetzt lernt ihr gleich eine Tücke von dem Spiel kennen, beziehungsweise etwas, worauf man auch unbedingt achten muss. Das ist nämlich die Balance. Ja? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel komplett hier eine Straße lang ziehen würdet, bis hier hinten raus, also noch weit, nee, da in die Richtung, genau. Da wird das ganze Ding in Schieflage gehen und ja, verliert dann irgendwann die Balance und dann ist, glaube ich, ein Problem nachher auch beim Fliegen, beziehungsweise kann es auch passieren, dass es abstürzt. Aber hier bekommen wir zum Beispiel einen Hinweis, einen Tooltip. Lest ihn euch durch, macht kurz Pause. Da habt ihr es dann gesehen. Gut, ich kann auch, ihr seht es ja selber, hier ist auch noch so ein Hover-Menü. Mit R kann ich das Ganze rotieren lassen und mit Z kann ich mir hier andere Gebäude aussuchen, um das ein bisschen individueller zu gestalten. So, jetzt habe ich den hingesetzt, ihr seht selber hier oben auch, da gehen Ressourcen weg und habt ihr gesehen, hier, ja. Es bekommt schon ein bisschen Schieflage. So. Ressourcen sammeln ist das nächste, was wichtig ist. Also wir müssen jetzt Ressourcen sammeln und dafür, auch hier wieder, macht Pause, muss man Hangar bauen. Ein Hangar ist quasi unser, weiß ich nicht, wie man es nennen möchte, aber so unsere Farmstation beziehungsweise unser Ressourcensammler. Jetzt müssen wir hier auch mal drehen. Auch hier brauchen wir wieder einen Weg. Das habe ich gerade vergessen. Ich erzähle es eben noch und jetzt vergesse ich selber. So, ich würde sagen, wir setzen mal einen Weg hier hin. Auch immer die Ressourcen im Blick behalten, auch ganz wichtig. Sonst guckt er nämlich nachher blöd aus der Wäsche. So, normalerweise dreht sich das Ding schon selber irgendwie. Wenn man das an der richtigen Kante, genau. So. Und ihr seht ja selber, jetzt gehe ich hier gerade mit rüber, also ich habe das Gebäude nicht gebaut, aber ihr seht selber, da wo ich es hinbaue, wie sich die Stadt dann neigt. Ja, das ist dann so eine Vorwarnung. Ja, also hier wird es sich auch noch mehr neigen und so weiter und so fort, aber es ist noch nicht geschehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, denn wenn ich es jetzt wieder wegklicke, ja, ist die Balance wieder hergestellt. So, ich würde mal sagen, wir bewegen uns mal mit der ganzen Stadt. Das kann die nämlich. Die kann nämlich auch fliegen hierhin. Und da drückt man einfach auf
die rechte Maustaste und dann wird so eine Boje abgesetzt und das ist quasi die Zielboje, wo die Stadt sich hinbewegt. Ihr seht selber, das Ding gibt gerade ein bisschen Gas. Hier müssen wir auch immer drauf achten, wie das mit der Kohle aussieht und das auch mal im Blick behalten, wobei ich sagen muss, das ist relativ safe so für den Anfang, da braucht ihr euch erstmal keine Gedanken drüber zu machen. Und hier seht ihr auch, mit welcher Geschwindigkeit sich das Ganze bewegt. Ja, also mit 66% Antrieb. So, jetzt bremst er ab und bleibt stehen. Und dann können wir eigentlich hier, wenn wir hier draufklicken, also hier auf diesen Baum, ihr seht ja, der wird dann so gehighlightet. Ja, dann gehe ich einfach mit der rechten... Na Quatsch, was mache ich denn? Jetzt bin ich mit dem Teil hingeflogen. Ja, mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen, das muss ich noch ein bisschen rausfinden. Ach nee, ich muss doch hier draufklicken, ne? Genau. Also, in dem Hangar habe ich 7 Flieger und unsere Flieger sind quasi das, was ich, was nachher eigentlich losfliegt. Die fliegen nämlich runter mit den Flugzeugen und sammeln die Ressourcen ein. So, jetzt habe ich hier mit dem Linksklick auf den Wald geklickt und hier kann ich dann eingeben, wie viel ich runterschicken möchte. Ja? So, jetzt kann ich hier 3 Stück runterschicken. Ich kann das auch auf einmal machen mit 5. Und dann seht ihr selber, wie hier die Flugzeuge, also ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht nicht so gut, hier, da, diese Spuren. Ja? Und die landen jetzt gleich wieder hier auf der Rampe und dann erhöht sich hier die Holzmenge. Ja? 14. Und dann fliegen sie gleich wieder unten raus und sammeln weiter. Da sind sie abgeschossen. Ja? Natürlich reduziert sich dann auch die Zahl, die Ressourcenanzahl hier. Das ist, ja, das wird halt auch gemacht. Jo, und das ist eigentlich so die Steuerung oder so sind so die ersten Schritte, die man damit geht. Bewegung haben wir gerade schon abgeschlossen. Das können wir schon mal schließen. Neues Gebäude erforschen, das gibt es nämlich auch. Und hier steht zum Beispiel, dass wir eine Akademie erforschen sollen, um dass wir nachher Lehmhütten bauen können. Lehmhütten, da brauchst du Ziegel dafür. Was du im Einzelnen damit machst, das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht so lange gespielt. Das wollte ich gerne mit euch machen. Ich möchte hier auch nochmal erwähnen, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich mehr Folgen über dieses Spiel mache, dann lasst mir doch, ja, ich sag mal, 10 Likes auf das Video ist für mich so das Zeichen, dass ihr sagt, hey, da habe ich Bock drauf, mach mehr davon. Ja? Wenn diese 10 Likes nicht erreicht werden, dann werde ich das Ganze erstmal wieder zur Seite legen und zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal vorkramen. Oder aber wenn ihr sagt, ja, so nach einem halben Jahr, jetzt wollen wir es doch nochmal sehen, macht doch mal was. Ja? Okay, also nur, dass ihr Bescheid wisst, gebt mir 10 Likes und ich weiß, hier kann ich eine ganze Staffel draus machen. Gut, ich würde mal sagen, hier ist jetzt abgeholzt, das wächst auch wieder nach. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal hier hin, denn was haben wir hier hinten? Kohlevorkommen. Kohle ist wichtig, hatte ich ja gesagt. Da können wir nämlich auch mal loszischen und können die einfach farmen. So, was ist denn hier los jetzt? Achso, ich muss die immer erst anklicken. Ah. Ihr könnt mir auch mal gerne einen Kommentar dazu dalassen, wie ihr die Dings findet. Was sage ich, die Dings? Die Musik findet und die Grafik findet, würde mich auch mal interessieren. So, jetzt sehe ich gerade, jetzt ist natürlich genau mein Kamera-Interface über das Ding. Das heißt, ich habe gerade erzählt, wie man das einstellt mit den Bäumen und ihr habt es gar nicht gesehen. Also schiebe ich die Kamera mal hier drüben hin und jetzt habt ihr auch eine etwas bessere Aussicht auf das Ganze. Ich zeige es euch nochmal. Wenn ihr Holz abbauen wollt, dann klickt ihr hier drauf, ja, dann erscheint der Wald und dann kann ich hier Ressourcen hinschicken. So ist das Ganze dann zu sehen. Ich kann ihn natürlich nachher auch wieder wegnehmen. Alles gar kein Problem. So, hier haben wir 28 Mal, die sind gerade schon dabei, Holz abzubauen. Müssen auch immer gucken, dass das Lager irgendwann halt auch mal voll ist. Und hier kann ich Kohlevorkommen abbauen. Da würde ich sagen, schicken wir auch nochmal 2, 3, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viel gehen. 5 Stück, ja. Okay, ich habe ja auch 7 Flugzeuge. Schicken wir einfach mal die 5 Flugzeuge hin, die haben das relativ ratzfatz abgearbeitet. Wobei hier ist natürlich auch, da ist auch bei 30 ist Schluss, ist die Kapazität erreicht, die maximale. So, jetzt sind die ersten Einwohner am Meckern. Ja, wir haben kein Zuhause.
So, ich habe 9 Einwohner, aber nur 2 Häuser. Und so wie ich das gesehen habe, brauchst du für jeden Einwohner ein Haus. Ja, also die gönnen sich mal richtig. So, ihr seht selber, Kohlelager ist voll. Das heißt, hier kann jetzt nichts mehr abgebaut werden. Und, beziehungsweise sie tun es trotzdem, aber das verschwindet einfach. Ist also nicht wirklich effizient. Sollte man vielleicht darauf achten, dass man das so nicht macht. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Wir können die eigentlich mal zum Wasser schicken. Guck mal, jetzt seht ihr, es ist dunkel, wie das hier beleuchtet ist. Ich finde es total klasse. Hier, das kann man nämlich dann auch noch extra beleuchten. Nehmen wir mal grün draus. So, dann hast du hier grün, da hast du gelb, hier nehmen wir rot. Rot ist vielleicht nicht so gut. ja, also ich finde das, da ist wieder so viel Detailliebe dabei. Also allein deswegen hat das Ding schon verdient oder das Spiel schon verdient, hier noch mehrere Folgen von zu bekommen. So, jetzt bauen wir uns noch ein paar Häuser hier hin. Da bauen wir eins hin. Da bauen wir eins hin. Denn wir wollen ja, dass sie zufrieden sind. Dann bauen wir hier noch einen Weg hin. Können wir da nämlich auch noch zwei Häuser hinbauen. Und so wie ich das gesehen habe, jedes größere Gebäude, also sprich jetzt wie hier der Hangar oder Akademie, werdet ihr gleich noch sehen, die haben alle so ein Antriebsmodul unten drunter. Ja? Und da musst du halt tatsächlich aufpassen, dass du auch genug davon hast, denn somit wird das Ganze auch wieder schneller. Ja, also da gibt es echt viele Dinge drauf zu beachten. Da denkt man erstmal gar nicht dran, aber das macht halt auch Spaß, das rauszufinden. Es gibt übrigens auch noch, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil ich da relativ schnell drüber gegangen bin, gerade beim Einloggen. Es gibt einen Kreativmodus, ja. Also da habt ihr alle Gebäude schon freigeschaltet und könnt dann wirklich eure Mega-City bauen, wie ihr da Bock drauf habt. Was auch noch möglich ist, ich glaube, man sieht es hier gerade nicht so auf der Karte. Hier gibt es auch teilweise noch, doch, da vorne sieht man es. Ich muss gerade mal das Ding hier wegmachen. Da? Nee, du sollst hier bleiben. Bleib hier. Stopp. Nein. Ja, einmal falsch geklickt. Da seht ihr so ein Dorf. Es gibt auch richtig große Städte. Und da könnt ihr hinfliegen, könnt mit denen interagieren, ihr könnt mit denen handeln. Die geben euch sogar Quests. Und aus diesen Quests, die ihr dann habt, dann sorgt ihr quasi dafür, dass sich dieses Königreich am Boden wieder mit euch zusammenschließt. Ja, also es gibt eine Menge zu entdecken. Wenn ihr da wirklich Spaß dran habt, solltet ihr euch das Spiel unbedingt anschauen, auch wenn ihr sagt, ach nee, für eine Folge brauche ich das jetzt nicht. Oder für eine ganze Staffel. So, jetzt setzen wir hier noch eine Akademie hin und ihr seht ja selber, ich vergesse mal, dass die automatisch rotieren dann. Da, wo sie passen. Das Ding hat auch ein Antriebsmodul hier unten drunter. Ja. Nur mal so zu Erwähnung. So. Machen wir hier noch einen Weg hin. So, aktuell hat man noch keine Neigungsprobleme. So, Akademie ist fertiggestellt. Und hier könnt ihr jetzt Technologie erforschen. Und den Technologiebaum, den wollen wir mal öffnen. Hier gibt es Lehmhütten, die ihr herstellen könnt. Ja, das Ganze ist unterteilt in grundlegendes Ressourcenlagerung, Auftrieb, Antrieb, Sehnsüchte. Was die drei hier bezwecken, kann ich euch gar nicht sagen. Grundlegend, das seht ihr ja hier. Hier kann ich mein Stadtzentrum weiter ausbauen. Hier kann ich Wohnblöcke weiter ausbauen, Hangar weiter ausbauen. Also mehr Effizienz, mehr Flieger. Hier können mehr Personen aufgenommen werden und, und. Hier kann ich eine Lehmhütte bauen. Was da nachher noch kommt, weiß ich nicht. Hier kannst du die Lagerhäuser ausbauen. Hier gibt es einen Nahrungsspeicher, es gibt einen Wasserturm, es gibt ein Lagerhaus. Also hier gibt es eine Menge zu erforschen und es ist relativ easy zu handeln. Ihr braucht hier einfach nur, benötigt 25% weniger Nahrung pro Haushalt. Wohnblöcke können bis auf 2 Etagen gestapelt werden. So, das machen wir, erforschen wir einfach mal. Und dann rödelt der einfach durch und es dauert hier im Spiel 8 Stunden. Also jetzt nicht 8 Stunden in Real, sondern wenn ich hier 2:55 Uhr habe, ist das morgen früh um 11 fertig. Ja? So ist das Ganze hier aufgebaut. Also, ich finde es relativ zugänglich. Ist jetzt nicht keine Raketenwissenschaft, die ihr irgendwie habt, sondern es ist relativ einfach zu handeln. So. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war der erste Blick auf Airborne Kingdom. Wie gesagt, gebt mir 10 Likes und ich mache eine ganze Staffel draus von, weiß ich nicht, ungefähr, ich schätze mal 10 Folgen. Dafür müsst ihr auf jeden Fall
die müsste genug Substanz da sein, um das wirklich so abzuhandeln. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Das ist ein tolles Spiel. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage tschö mit ö.